Konzentration, Präzision, Faszination. Dart ist mehr als nur Pfeile werfen. Besonders gut finde ich auf jeden Fall die Kombination aus sportlicher Betätigung und viel Denkarbeit. Ich mag irgendwie, dass man so konzentriert sein muss. Ich bin auch sportlich irgendwie so ein bisschen noch aktiv. Schon lange ist Dart nicht mehr nur Kneipensport, auch beim DC Hameln 79. Das Spielprinzip ist und bleibt aber simpel. 501 Punkte mit so wenig Pfeilen wie möglich vom Board zu werfen. Das Board besteht aus vier großen Bereichen. Der Single-Bereich zählt einfach, der Doppelbereich das Doppelte des Segments, der Triple-Bereich das Dreifache des Segments. Das heißt, in diesem Feld haben wir die höchste Punktzahl mit der Dreifach 20, also 60 Punkte. Für das Beenden eines Durchgangs braucht man ein Doppelfeld. Wenn wir jetzt zum Beispiel 40 Punkte Rest haben, dann brauchen wir die Doppel-20, weil 2x20 40 sind. Man muss genau auf 0 kommen. Heute gehe das Rechnen schon ab dem ersten Wurf los. Früher wurde erstmal einfach nur geworfen, meint Günther Rehberg. Und er muss es wissen, denn er ist das letzte aktive Gründungsmitglied des Vereins. Wir waren früher Sportfischer. Hameln hat eine Partnerstadt von England, Brixen. Und die haben uns besucht. Und was haben die mitgebracht? Eine Dartscheibe. Und die Dartscheibe ist bei uns ins Vereinsheim gekommen. Das war ein Hausboot. Viele geworfene Pfeile später gründen Rehberg und seine Mitstreiter den Dartclub Hameln. Das war 1979. Inzwischen hat der Verein 120 Mitglieder. Der älteste eingetragene Dartverein Deutschlands ist damit auch der größte in Niedersachsen. Wohl auch, weil die Darter von Anfang an modern denken. Wir haben immer alles getan, um unsere Frauen mit ins Boot zu nehmen. Wir haben nie auf gesagt, Frauen, nein, danke. Nein, Frauen mit dazu. Weil ist doch so logisch. Wenn die Männer ewig weg sind, kriegen sie Ärger mit den Frauen. So entsteht zum Beispiel auch die Erfolgsgeschichte von Chiara Dolle. Sie ist unter anderem zweimalige Niedersachsenmeisterin bei den Juniorinnen. Also ich bin hier quasi mit aufgewachsen, meine Eltern haben ja schon gespielt und dann war ich oft mit hier und dann habe ich irgendwann einfach selber angefangen und ich kenne die Leute gut, es ist ein familiäres Verhältnis hier, es macht Spaß. Und die Dart-Großfamilie ist auch über den Trainings- und Spielbetrieb hinaus gern und viel zusammen. Da gibt es auf jeden Fall das Vereinszelten, was wir jedes Jahr im Sommer machen. Da treffen wir uns für ein Wochenende auf einem Zeltplatz und verbringen ein paar gemeinsame Stunden zusammen. Ganz ohne Dartscheibe, da werden Spiele ohne Grenzen gespielt, ein gemütlicher Lagerfeuerabend, aber da wird kein Dart gespielt. Ansonsten gehen wir Vatertag zusammen wandern. Aber am meisten Spaß macht es den Mitgliedern vom Dartclub Hameln 79 wohl, wenn die Pfeile da landen, wo sie sollen. Zum Beispiel im nächsten Triple oder Doppelfeld. Das war nur einer von unzähligen Vereinen aus unserer Region. Noch mehr davon seht ihr immer montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalprogramm. Wenn ihr also wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet gerne ein oder ihr schaut einfach weiter hier auf unserem YouTube-Kanal und den dürft ihr selbstverständlich auch gerne abonnieren.